Hallo, liebe Freunde des Ungameplays, ich bin's, euer Alex Bodes von DGZ, aka Durchgezockt. Und wie geil ist, dass du hier eingeschaltet hast zu meinem Let's Play Fallout 4. 2.0. Ja, ich fange nochmal von vorne an. Das erste ging alles schief. Andere Story. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei, mit mir hier an die Grenze dieses Spiels zu gehen? Sollen wir das Spiel, ja, zerstören? To break the game. Wir werden unseren Spaß haben. Wir werden craften. Wir werden looten. Wir werden töten. Wir werden, ja, die Apokalypse überleben. Hoffen wir mal. Wir werden auch mit Sicherheit ein paar Mal sterben. Aber egal, komm. Genug der Vorworte. Ich fasse mich kurz. Ich bin froh, dass du dabei bist und ich hoffe, wir werden jetzt eine Menge Spaß haben und ich halte jetzt die Klappe und starte dann auch gleich das Game. Bethesda Game Studios presents Fallout 4. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Ihr seid beide wunderbar, aber Krieg, Krieg bleibt immer gleich. Du nimmst mir die Worte. Ob das genauso klangvoll ist wie War Never Change, sei mal dahingestellt. Wir machen jetzt hier mal unsere Figürchen. Fangen wir mit dem Kärtchen an, ne? Also, jetzt Geschlecht bin ich dran, auswählen. Großer. Ne? Ich wollte ein Kärtchen haben. Ah. Nö. Gib mir den Kerl. Jetzt lass kommt der mal Kerl. Kurz daran. Ich will jetzt den Kerl. Ne? Beide Charakteren. Angeblich soll das Kind, was dabei rauskommt, soll dann auch dementsprechend, hallo, ich bin Mr. Ramsey, aussehen.
Während im Hintergrund jetzt meine Charakteraufgabe oder wie ich meinen Charakter erstelle abläuft, kann ich ja noch was erzählen. Ich habe vor, mir hier einen weiblichen Charakter zu nehmen oder mit einem weiblichen Charakter dieses Game durchzuzocken. Na, Titten, nein, Sex Cells. Außerdem, ich verbringe jetzt die nächsten paar hundert Stunden mit diesem Charakter und dann möchte ich auch wenigstens etwas hübscheren auf dem Hintern schauen, anstatt immer ein Kerl. Ne? Ist auch mal eine Abwechslung, finde ich. Ich habe ein Gewinnspiel. Bei mir könnt ihr das T-Shirt aus der VVK-Box von Saturn gewinnen. Die Ausschreibung dauert noch eine Woche. Wurde verlängert um eine Woche, weil ich das Video nochmal neu starten musste. Einsendeschluss ist also dann der 22. Montag 22. Aber Details und Datum seht ihr gleich hier unten irgendwo. 23.59 Uhr. Ihr müsst ganz einfach... Was müsst ihr dafür ganz einfach tun? Das erzähle ich natürlich erst später in dem Video. Ich möchte ja, dass ihr drin bleibt. Ach, bin ich nicht ein Arschloch. Egal, aber wir müssen ja so langsam fertig werden hier mit unseren Figuren. Also, werden wir die mal schön machen. Ja, das besondere Augenmerk natürlich hier auf die Frau. Mal so einen vernünftigen Mund kriegen hier. Ach, da gibt es ja so viel. Ne? Ein Schmollmund wäre schon ganz nett. Aber wie hat das? Ja, ein Lächeln, ein kleines Lächeln ist immer gut. Von der Seite sieht es gut aus. Kümmern wir uns mal um die Haare. Ja, wenn der jetzt keinen Zopf hätte, aber ich nehme diese Frisur. Fuchsrot, schön. Ach, das macht Spaß. So, eine Narbe in der Mitte möchte ich genauso wie beim Kerl. Da ist er. So, ich hoffe, du nimmst sie nicht ganz so tief. Ach, schön. Das wollen wir haben. Und dann ein Makel. Ja, diesen Fleck oben an der rechten Stirn. Ja, das soll so eine Art Markenzeichen von mir. Sei mal von der Seite. Ja, siehst ja nett aus. Guck mich mal an. Ja, schön. Ach, ist das nicht wunderbar? Jo, ich glaube, das ist ausreichend, würde ich sagen. Oder? Ja, ein bisschen an den Augen. Dann war es das aber auch. Dann lass uns doch mal ins Abenteuer gehen. Unsere beiden Charaktere sind erledigt. Charakter bestätigen. Sagen wir, okay, komm. Und dann haben wir unseren Spaß und dann gucken wir uns doch hier mal um. Ha, überraschend. Hallo, Schatz. Hä? Hey, Schatz. Ich beeil mich ja schon, keine Sorge. Ja, putz dir mal die Zähne und beeil dich mal. Normalerweise musst du immer auf mich warten als Frau, ne, im Hause. Aber jetzt muss ich hier durchgehen. So, als erstes muss ich hier das doofe Radio ausstellen. Nachher gibt es noch Probleme mit der GEMA. Und hier, was haben wir hier? Ah, Polunder. Ich muss mich nicht zweimal anziehen. Ach, mein, bist du allklug, Schatzi. Aber wozu haben wir hier so eine taffe Frau? Und was ist da drauf? Foto, ein Leuchtturm. Foto vom Wald, noch ein Foto vom Meer, Leuchtturm. Ich glaube, du magst den Leuchtturm. Guten Morgen, Ma'am. Ihr Kaffee. Ja, das ist mein Kaffee. 70,6 Grad Celsius. What the fuck? Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung gerade reingekommen. Also gut, das ist ja gut. Danke dir, Cotsworth. Und hier Kaffee. Ach, boah. Zum Glück nicht verbrannt. Grognak, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Ja. 78 Grad heißen Kaffee. Steht noch irgendwas Besonderes in der Zeitung? Immer nur das gleiche Zeug. Naja. Geh mal aus dem Weg, Schatzi. Ich will an den Schnaps. Noch etwas früh, um mit dem Trinken anzufangen. Ach, irgendwo ist es schon spät. Wer hat die denn hier liegen gelassen? Ah, das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Schorn. Ja, mach das. Ich war anfangs zwar etwas nervös, aber jetzt bin ich froh, dass wir Cotsworth haben. Tja, bin ich auch. So, hier, ach, da ist Mr. Handy, Cotsworth. Karton. Da drin wurde der geliefert. Der macht Accounting, Cleaning, Comforting, Kochen, Kindercare, Schaltcare und so vieles mehr. Was ist Abraxo, wenn es richtig sauber werden soll. Oh, da können wir ja einige sauber machen mit damit. Und was haben wir hier? Eine Waschmaschine? Aber das ein macht ja. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Ah ja, keine Verbindung zu General Electrics. Milch ist gut. Die Milch wurde geliefert. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge.
Ja, das ist gut. Dann gucken wir uns mal weiter rum. Oh, Babyflaschen. Wie kann jemand so Kleines nur so viel trinken? Tja. Hauptsache, er wird nicht so wie Papa. Cool. Hört ihr das? Hier diese Leuchte, wenn man nah genug dran ist. Oder auch nicht. Jetzt hört sie nicht mehr auf, typisch. Aber mal die Tür auf. Milch. Nuka-Cola. Eiskalt. Saddle Up Salisbury Steak. Ausgezeichnete Qualität. Ja, so ein Steak hätte ich jetzt auch lange. Was steht denn hier? Get more Sugar Bombs plus Nuka-Cola. Du hast so drei Stück drin und da ist eine Sugar Bomb und... Was steht da? Brot, Cranberry. Boah, hat die eine schlechte Chip. Bleach, Dash Soap. AFAC, not working right again. Call Repairman. Okay, HYAC. Was ist denn HYAC? Keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, schreibt mal unten runter. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh, Juris Doktor. Viele lange Nächte. Aber das war es wert. Auch noch von Boston. Die guten alten USA. Schatz, es klingelt. Warum gehst du eigentlich nicht an die Tür? Warum soll ich denn dauernd an die Tür gehen? Na, es klingelt schon die ganze Zeit. Der sieht böse aus. Der hat nichts Gutes. Wieso kann ich nicht zur Tür gehen? Hallo, ich will zur Tür. Ja, machen wir mal auf. Guten Morgen, ich komme von Vault-Tec. Vault-Tec? Kein Interesse. Weg. Tut mir leid. Keine Hausierer. Oh, keine Sorge, Ma'am. Keine Sorge. Ich will nichts verkaufen. Nicht heute. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Nee, finde ich überhaupt nicht. Nö. Vielleicht will ich gar nicht mit Ihnen reden. Genau. Das wollen Sie. Nö. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Ich hab einen Doktor in Jura. Ja, heutzutage äußerst wertvoll. Ja. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Verschwinde, bin beschäftigt. Verschwinden Sie einfach. Es wird nicht lange dauern. Ich muss nur ein paar Informationen überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie auch Zugang haben im Fall einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Die Apokalypse? Da bin ich dabei. Und wir sind dich dann endlich los. Das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. So, Stärke. Machen wir mal hier alles. Charisma, ich bin intelligent, ich bin beweglich, ich habe Glück. Ich bin intelligenter als du. Nee, ich habe mehr Glück als du. So, das würde ich nehmen, das sind meine Charakterdaten. Und dann gebe ich hier einen wunderschönen Namen. Charlotte, die alte Karotte. Ach, was für ein Wortspiel. Ich bin immer wieder begeistert von mir. Nein. Und nehme das Ganze an. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Wort. Komm, herzlichen Glückwunsch. Mach zu, wir wollen weiter. Wir wollen endlich zocken. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Fauler Sack, hättest du auch machen können. Ich habe meine Momente. Kotzhaft, das Bach schreit. Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese mütterlichen... Ja, ich kümmere mich schon um das Blach. Geh mal weg da. Ich helfe dir gleich. Lass mich doch durch. Kotzhaft, du bist im Weg. Da ist es ja. Oh, wenn ich das anmerken darf, Sean braucht ihre Zuwendung. Ein bisschen Mutterliebe, um die Nerven zu beruhigen. Ich war doch gerade auf dem Weg zum Baby, du. Echt. Blabberst du noch mit mir? Gucken wir uns hier nochmal um. Tür schließen. Und was haben wir hier noch? Teddybär.
Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? Echt? Auch ein Dreirad. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Also wir können Baseball. Noch ist der Handschuh etwas groß, aber Sean wächst da schon noch rein. Ja, würde ich auch sagen. Und was hier? Baumklötze. Entweder wird er ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Er gibt kein Wort. Ah, Schiff, ich mag das mehr. Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Auto fahren lernt. Jo. Was Sean wohl machen wird, wenn er erwachsen ist? Wirst auch Jurist, ne? Ja. Russell. Und da, guck. Ja, bist ein süßes Baby. Ein Junge macht seiner Mutter doch keine Probleme, oder? Nein. Ich hab das Mumie über seiner Wiege letztens repariert. Warum probierst du es nicht mal aus? Boah, du bist mein Kriegsheld. Oh, es funktioniert sogar. Das ist mein Junge. Er nimmt sich immer wie sein Vater. Naja, meistens jedenfalls. Jo. Nach dem Frühstück können wir noch ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Park? Genau, der Park. Mit dir, weil ich wieder schwanger werden will. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal anziehen. Cotsworth, was ist los? Ist das eine Spinne? Ah, nee, ich dachte schon. Was ist denn los? Cotsworth, was hast du denn? Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partner scheint anscheinend abgebrochen zu sein. Schatz. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Was? Oh mein, was ist los? Wir müssen zum Bord. Sofort. Ich hab schon. Wer hat die Tür aufgemacht? Um Gottes Willen. Wisst ihr, was los ist? Entschuldigung, ich weiß. Typisch, weiß gar nichts. Schatz, komm! Was ist mit euch? Wir fahren zur Küste! Das müsste weit genug sein! Und was, wenn nicht? Wer geht hier drauf? Komm, schnell! Schatz, beweg dich! Hallo! Laufen Sie über die Brücke! Ja, okay, wir laufen über die Brücke. Komm! Junge, geh doch mal aus dem Weg, Junge! Meine Fresse, ne! Oh, die ganzen Schatten hier. Ja, mach ich doch. Nicht auf der Liste. Sie kommen nicht rein. Sie können fahren. Ach, guck mal, das ist der Vertreter. Okay. Das sind nicht im Boden. Dann treten Sie vor. Ja, bin ich. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind? Ja. Männlicher Erwachsener? Ja. Weiblicher Erwachsener? Okay, weiß. Viel Glück, Sir. Boah, ist das ein dickes Ding. Du musst aber was kompensieren, kann das sein? Was wird das? Kann das sein? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Ja, die Leute vor dem Tor, die werden es wohl nicht schaffen, Schatzi. Komm, Schatzi, komm. Wow, Hubschrauber. Hubschrauber fliegen. Ja. Ja, ich gehe ja schon zur Plattform. Komm, Schatz, beweg dich doch mal schneller hier. Wirklich, Schatz, da bist du ja endlich. Fast geschafft. John, okay. Ich liebe dich. Wir schaffen das. Ich liebe dich. Ich dich auch. Wow! Runter! Geht das nicht schneller? Komm, runter! Warum geht das Ding nicht runter? Achtung! Wow! Ja, zum Glück kann eine Druckwelle nicht um die Ecke Druck ausüben. Also geht direkt über uns hinweg. Wir haben es geschafft. Lassen Sie bitte den Aufzug. Hat Bumm gemacht. Ruhig über die Treppe nach oben. Hey. Wir brauchen einen Moment für uns. Ja, ist ja gut. Hallo. Das war eine Atombombe. Ja. Eine gottverdammte Atombombe. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später... Nein, denken Sie. Ja, wir haben es doch geschafft. Sie sind jetzt in Sicherheit. Hey. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch. Ja, ist ja gut. Guck doch nicht so grimmig. Aber der liebe Gott hat damit sicher nichts mit zu tun. Also, geh mal aus dem Weg. Ich will hier erst in der Schlange sein. Ja, hallo? Hallo.
Sobald der Vault versiegelt ist, werden wir uns bestimmt besser kennen. Da bin ich mir sicher. Du Schlingel, ich bin doch verheiratet. Männlich. Ja. Männlich mit Kind. Aber okay. Willkommen. Ja. Entschuldigung. Willkommen. Sie an den Tisch heran. Mach ich. Nach vorne, bitte. Ih, bist du hässlich und fett. Hey. Wir warten schon ewig. Ja. Guck dich doch mal an, kein Wunder. Nehmen Sie sich einen Anzug. Hey. Es gibt ein Problem mit unserem Gepäck. Ja, selber schuld. Rothaarige dürfen hier nie rein. Danke. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt. Hier. Welchem? Welchem Arzt? Also, Sie drei, folgen Sie mir. Ja, tu ich ja. Ja, dann beweg dich doch mal. Beweg dich. Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Ja? In unserer fortschrittlichsten Einrichtung. Die anderen sind natürlich auch großartig. Machen Sie einen Wort an. Fort. Unser Zuhause. Ma'am? Alles, was wir hatten. Meine Eltern sind unten. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Schatz. Das gehen wir bei der Einweisung durch. Oh, das ist gut, das ist gut. Noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Medizin ist immer gut. Was müssen wir denn machen? Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Mann, hast du einen verantwortungsvollen Job, doch. Bereit für die Zukunft, oder? Sie haben eine wundervolle Familie. Ui, hallo. Hoffentlich fühlen Sie sich hier schnell wie zu Hause. Ja, mit dir an der Seite auf jeden Fall. Entschuldigung. Wir gehören wohl zu den wenigen, die Glück hatten, was? Ja. Der Anzug ist für dich aber auch ein bisschen unvorteilhaft. Meine Fresse, das sind aber Stampfer dort. Okay, wo geht's lang? Hallo? Entschuldigung. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Lassen Sie sich ruhig zahlen. Wir haben es noch nicht. Alles gut. Ja, ich geh da rein, ne? Du bist doch da, siehst du? Schatz, hilfst du mir mal? Ja, klar, helfe ich dir. Er ist mein kleiner Held. Oh. Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Da bin ich. Okay? Da ist sie, siehst du? Ja. Mami ist ganz in der Nähe. Okay? Ja. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Ja, will ich machen. Ah! Jetzt will ich dabei zugucken. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Wald geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Yeah! Sicher. Ah, bin ich überhaupt hier drin? Was ist das? Hallo? Vorgang abgeschlossen. Wie? Abgeschlossen? Dann lass mich doch wieder raus. Hallo? Ey, ich kann mich nicht... Scheiß Bug! Kann mich nicht mehr bewegen hier. Oh, Gottes Willen. Okay. Ich glaube, ich bin eingefroren. Wie komme ich da wieder raus? Hallo, ich will raus hier. Komm, raus hier! Ich will raus hier! Komm, raus! 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 Hier, ich klopf doch! Könnt ihr nicht hören? Schatz! Schatz! Was macht ihr da? Ich kann kaum noch. Hey! Lass mein Baby in Ruhe. Was machst du da? Nate! 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 Ja, mein. Dein Gesicht merke ich mir. Die haben meinen Mann getötet. Die haben meinen Mann getötet. Nein. Und die haben mein Baby. Story klar: Mann rächen, Baby finden. Haha. Yay. Sehr kreativ. Komm raus hier. Raus hier. Ich will anfangen. Ah, du bist ansteckend. Ah, komm. Ja, mach auf. Ich hab die ganze Zeit geklopft. Komm, raus. Komm. Oh, das geht in die Knochen. Oh, Schatz. Komm schon,
Zeitreise. Muss irgendwie aufgehen. Komm, Schatz, geh auf. Oh Gott. Hier. Warum sollte Voltec das tun? Komm schon, geh auf. Komm schon. Oh Gott. Schatz. Ich finde den, der es getan hat. Und die Rache. Und die Rache wird mein sein. Versprochen. So, lebt noch irgendjemand anderes? Hallo? Warum geht da wer? Da ist ein Computer. Gut, ja, wir kommen dazu. Ich war mir überlegen, alles vorzulesen oder nicht. Aber ich werde nicht alles vorlesen. Ne? Also hier wird nur erklärt, dass die Sache offline ist und dass nur ferngesteuerte manuelle und ferngesteuerte Überbrückung festgestellt wurde. Gehen wir zurück. Lebenserhaltungssysteme offline und ferngesteuert und so weiter und so fort. Und Kapselstatus. Die erste Kapsel ist leer. Dann steht da auch nichts drin. Und ja, erstickt. Nächster. Erstickt. Und ihr könnt mir glauben, ich gucke jetzt, was mit meinem Mann und meinem Sohn los ist. Okay, manuell überbrückt. Status unbekannt. Und was mit mir? Mit der Charlotte? Status unbekannt. Ferngesteuert. Also irgendjemand von draußen hat es wohl geöffnet. So, und die anderen alle sind erstickt. So, dann können wir dann auch weitergehen hier. Boah, ist das kalt. Boah. Guck mal die Tür auf. Ich will hier weiter. Okay. Kritischer Fehler in Kryoanlage. Alle Vault-Bewohner müssen den Bereich umverziehen. Ach. Da ist eine Tür. Rauf. Was ist hier? Ah, noch mehr Kryoanlagen. Gucken wir uns hier mal um. Nehme ich mal. Oh, ein Vault-Anzug. Kalt. Tot. Gott. Puh, kalt, die Kryoanlagen. Und jetzt können wir nochmal an den Terminal gehen. Ja, das haben wir ja. Nur den Kapselstatus. Und auch hier sind sie alle verstorben. Juhu. Alle verstorben und erstickt durch Versagen der Kryoanlagen. Was ist das? Ein Knistern? Ja, nicht, dass ich irgendwas Nützliches hier vergesse. Ist ja alles... Hammer gut. Werkzeugkiste. Was ist los? Scheiße. Fehlfunktion der Notfallüberbrückung der Ausgangstür. Ach, nee. Wenden Sie sich an Ihren Vault-Tec-Wartungsmitarbeiter. Vault-Tec-Wartungsmitarbeiter, du bist auch müde, ne? Gehen wir mal. Was ist das? Ihhh! Bäh! Schlagstock. Ich hab einen Schlagstock. Dann gehen wir mal weiter. Mal gucken, was wir hier finden. Alles. Okay, ob das Geld noch gut ist. Spritze ist gut. Kaffeetasse. Abgenutztes Klemmbett. Superkleber. Stachelzigaretten. Okay, hier ist ein Terminal. Und willkommen bei Termaling von Robocode. Sicherheitsanweisung. Ja, ist jetzt die Frage, soll ich das alles vorlesen? Schreibt mir einfach unten. Ich mache jetzt nur Pause und gebe euch, beziehungsweise ihr müsst dann auf Pause drücken, wenn ihr das durchlesen wollt, und gebe euch einfach nur eine Zusammenfassung.
Also hier steht nur drin, dass das Ganze eine Forschungstest war, Testreihe war bei unwissenden Menschen und dass die Mitarbeiter sich an alle Anweisungen halten sollen. Sollten sie es nicht tun, darf man sie erschießen. Nächster Eintrag. Handbuch. Aufnahme von Bewohnern. Ja, hallo, es geht los. Draußen kam die Bombe. Und wenn das soweit ist, sollen alle kommen und die Bewohner sollen alle dorthin kommen. Ja, also alle Leute, die auf der Liste stehen, in die Kammern rein. Und Leute, die nichts hier zu suchen haben, sind in Gewahrsam zu nehmen. Und wie es so schön heißt, zu entsorgen. Und man darf auf keinen Fall raus. Okay. Die Pflichten der Mitarbeiter am Wissenschaftsteam. Mitglieder der Forschungsteam müssen alles überwachen, natürlich. Und alles überprüfen. Lebensrettende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn 80% der Kapselinsassen schon tot sind. Und unabhängige Forschung wird begrüßt. Ja, wenn wir euch schon was dahin setzt, könnt ihr damit rumspielen. Klar. So, Sicherheitspersonal. Ja, okay. Die Pflichten eines Sicherheitspersonal. Was alles dazugehört. Ja. Patrouillieren, töten, Durchsetzen der Regeln und so weiter und so fort. Okay, nächster Eintrag. Die Gebäudeverwaltung. Ha. Facility Management oder Hausmeisterpflichten. Jeder soll seine Aufgaben machen. Wir sind doch alle in einem Boot oder Bunker. Weiter. Das war's. Genau. Entwarnung. Entwarnungsnachricht. Ja, wenn es dann endlich soweit war, dass es einen nuklearen Zwischenfall gab, kann es zu erhöhter Strahlung kommen und es kommt dann nach 180 Tagen eine Nachricht oder die Schutzzeit, was hier drin steht. Und dann kommt ein Entwarnungssignal. Und sollte es kein Entwarnungssignal kommen, dann obliegt es dem Aufseher, dass die Leute raus können. Ich glaube, das war's. Sicherheitsaufzeichnung. Ah, da kommt noch was. So, oh Gott, es ist tatsächlich passiert. Die Welt geht unter. Wir haben die Bewohner gerade so reinholen können. Es haben nicht alle geschafft. Oh, jetzt sind nur noch wir und die Eisklötze hier. Ich verstehe es nicht. Die Eierköpfe haben mir versucht zu erklären, dass es ein Teil eines großen Experiments ist, sie einzufrieren für eine bessere Zukunft oder so. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist es falsch, dass wir ihnen immer freundlich zugelächelt haben, bevor wir sie auf Eis gelegt haben. Hätten wir es ihnen sagen sollen? Oh, ethische Konflikte. 25. Dezember, Weihnachten unter der Erde. Hab mich mit den anderen Jungs von der Sicherheit und den Verwaltungsmitarbeitern zusammengetan und eine kleine Party. Party time! Das Gästespende war ein fancy Letzkuchen, der nicht zu dröge war. Keiner der Wissenschaftler ist gekommen. Der Aufseher auch nicht. Ich verstehe den nicht. Versuchen Sie, etwas vor uns zu verbergen? Noch ein Geheimnis der Firma, das nur für die hohen Tiere bestimmt ist? Ach, egal. Nur noch ein paar Monate. Dann sollte das Entwarnungssignal kommen. Okay, 14. März, Geburtstag meiner Mutter. Nur noch ein paar Wochen, dann ist die obligatorische Zuchtzeit vorbei. Die Leute drehen schon langsam durch. Einige glauben sogar, dass es keine Entwarnungssignal geben wird. Hier unten können wir nicht mehr lange bleiben. Das steht zumindest schon mal fest. Und ich meine damit nicht, dass ich seit über 6 Monaten denselben Pausenraum und dasselbe Bett anstarren muss. Ich meine damit, dass wir nur noch Lebensmittel für ein paar Monate haben. Höchstens. Der Aufseher wiederholt immer nur, dass wir Geduld haben sollen. Ruhig, Brauner. Und uns auf die Arbeit konzentrieren sollen. Er verheimlicht uns etwas, da bin ich sicher. Hier geht irgendwas Übles vor. Das spüre ich. Oh, 23. April. Die Haupttür zum Vault-Ausgang ist defekt. Der einzige Weg nach draußen führt durch den Fluchttunnel des Aufsehers. Wie praktisch für ihn.
Er lässt die Tür zu seinem Büro rund um die Uhr von einem Mitarbeiter des Wissenschaftsteams bewachen. Sie haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet. Wurde heute Abend zu einem Treffen eingeladen. Nur für Leute von der Verwaltung und der Sicherheit. Klingt, als gäbe es noch mehr Unzufriedene. Okay. Möge die Meuterei beginnen. Letzter Eintrag. Schade, kein Datum dabei. Es kommt kein Entwarnungssignal von Wojtek. Wir müssen hier raus. Wir haben kaum noch etwas zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzkrecker auf den Boden fallen gelassen hat. Ein paar von uns haben mit dem Aufseher darüber gesprochen, den Wall zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass ein so kleiner Mann so laut schreien kann. Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftsteam in seinem Büro eingeschlossen. Wir sollen unsere Lebensmittel, unsere Waffen und unsere Medizin übergeben. Sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Ich habe mit allen geredet. Es ist soweit. Wir verlassen jetzt den Vault. Auf die eine oder die andere Weise. Oh, Meuterei auf der Bounty. Extermination is everybody's job. Ja, gut. So ein Vieh habe ich ja gerade eben schon gesehen. Jetzt müssen wir ja schon etwas, was hier los war. Also, die sind hier nicht freundlich rausgegangen. Ich habe einen Schlafstock. So, geht's weiter. Tür auf. Alles gut, alles gut. Okay, wo geht's lang? Gucken wir um die Ecke. Kann man hier eigentlich so schräg gucken? Weiß ich gar nicht. Da ist was. Da. Ja, Geronimo! Hm? Ja! So. Noch ein Schlagstock. Riesenkakerlaken. Was ja. Zum Teufel? Riesenkakerlaken. Oh, ich kann trinken. Gucken wir uns hier um. Da war was. Oder auch nicht. So, eat well, live well. Ja, ein guter Ratschlag, den ich bis heute nicht beherzige. Hat die nur ein Klo hier? Das sieht ja ekelhaft aus. Was sind das für Schwebepartikel hier? Widerlich, widerlich. So. Flaschen, Flaschen, Flaschen. Oh, die haben ja nur gesoffen, habe ich das Gefühl. Super Kleber. Ja, ich will hier nichts verpassen. So, noch ein Computer. Willkommen bei Tamerling. Wall-Tec Freizeitterminal. Aufseher-Menü. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie es verantwortungsvoll. Also maximal 45 Minuten am Stück zocken. Top 10. Rick, Tim, TGM, Say, SQV, TMN, TCL, TDD, SDT, QQQ. Okay. Band abspielen. Wet Meets Beats. Egal, starten. Ha, Donkey Dong, kleines Spiel. Okay. Ready. Yeah. Was ist das denn für ein fieses Ding da oben links hier? Ja, 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 komm. Hä? Hey, juhu. Ach, du Arsch. Du Arsch. Komm, 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 komm. Nein, nicht da. Nicht hängen bleiben. Och, fuck you. Beweg dich. Ey, ich bin doch drüber gesprungen. Och, egal, komm. Noch einmal, noch einmal, noch einmal. Ja, ich muss das schaffen. Hier, komm, das kann doch nicht so schwer sein. Meine Frisse, nee. Ui, ui, ui. Und einmal hoch. So. Hoch, hoch. Ach, jetzt kannst du auf einmal... Oh, fuck you! Gerade eben gehen sie die Leiter runter und jetzt rollt er auf einmal weiter, ey. Highscore, play again. Nein, wir haben dafür keine Zeit. Ich will hier... Monster töten.
So, nehmen wir mit das Spiel. Kann ja nicht schaden. Und wir gehen dann weiter hier. Ich bin doch hier nicht hier, um Donkey Kong in schlechter Grafik zu zocken. So, war ich ja schon hier drin? Ja, ich glaube schon. Bank sitzen. Hier ist nichts mehr. Haben wir alles. Schlafkojen. Schlafen. Muss weiter in Bewegung bleiben. Ja, Bewegung, 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 Bewegung. So, komm, 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 raus hier. Raus. So, einfach mal da hergehen. Da, 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 da. Oh, Achtung. Die ist gegrillt. Okay. Ich glaube, das ist ein dezenter Hinweis, dass wir da nicht durchgehen sollen. Warte, dann gehe ich mal lieber außen rum. So. Weg hier. Da kommen sie auch von hinten, die Fotze, wollte ich schon sagen. Aber darf ich ja sagen. Ist ja mein Kanal. Und dann darf ich auch böse Worte sagen. Da ist eine Leiche. Was ist hier passiert? Wo sind alle? Ist das alles, was noch übrig ist? Sonst noch was hier? Nicht, dass ich was verpasse. Nein, scheint alles zu sein. Hier noch was? Nö. Halt links, um einen starken Angriff zu machen. Was? Was ist das denn hier? Das ist aber komischer Alt links. Jetzt dreht die total ab. Ich bewege die nicht. Bleib doch einfach mal stehen, Schatzi. Das bringt jetzt wenig. Tap. Komisch. Komisch, das hat nichts gebracht mit Altlings. Aha. Ja, ich bin auf X gekommen. Das ist automatisches Laufen. Hui, 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 hui. Jetzt bleib doch mal stehen. Echt? Das ist schlimm, wenn du automatisch läufst. Aha. Aha. Stimpaks stellen bis zu 30% deiner maximalen Gesundheit wieder her. Heile verletzte Körperteile. Und zu. Was war das für ein Geräusch? Da ist nichts drin. Und so weiter und so fort. Ja, machen wir, machen wir, machen wir. 3 oder 0 für Stimpaks. Dann gucken wir mal weiter hier. Auch nichts drin. Nichts drin. Ah, guck mal. Das ist ein bisschen sauberer, das Klo. Ihhh. Was ist denn da rausgekrochen? Ich werde nicht mehr. Dann gucken wir uns weiter hier um. Irgendwas drin. Oh, Patronen. Patronen ist gut. Schlafen lässt er mich nicht, aber da sind Zigaretten. Nehme ich mit. Das war's. Mehr ist hier nicht. Ah. Was ist das? Nett. Dich hole ich mir später. Okay. Ich hab eine Waffe. Lebt denn überhaupt noch wer? Hat das jemand nach draußen geschafft? Wieso bewegt die sich? Die bewegt sich! Echt? Die lebt immer noch! Unheimlich. Hör auf, dich zu bewegen! Du bist tot! Du bist ein Skelett! Eine Brille, nehmen wir alles mit. So, ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Dann gucken wir mal. Willkommen bei Terminal. Wohl aufsehen. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Aufseher. Verstoß. VTP 010111, World 111, ist dafür konzipiert. Die Langzeitwirkung des Sicherheitsscheintodes bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Ihre Mitarbeiter werden kurzfristig mit der Überwachung grundlegender kardiopulmonaler und kognitiver Funktionen betreut. Die Langzeitbeobachtung erfolgt über Fernüberwachung durch Walltech.
Unter keinen Umständen darf das der Zustand unterbrochen werden. Dies schließt die Anwendung lebensrettender Maßnahmen ein. Ihre Mitarbeiter werden als entbehrlich angesehen. Oh, in Subsumption oder vorzeitiges Aufwecken werden als Kapitalverstöße angesehen. Ungenutzte Kryokammer werden bevorzugt zur Entsorgung sterblicher Überreste verwendet. Geil. Jo, gut. Kryolator. Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kryolator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichend Mengen der benötigten Chemikalien und Komponente, um am Prototyp arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertreib, während wir auf grünes Licht warten. Okay, den Kryolator haben wir ja gerade gefunden. Aufnahme, Mitarbeiterpflichten, das haben wir schon. Einmal wieder zurück. Aufseher-Logbuch. Vorbereitung. Die abschließenden Einweisungen der Mitarbeiter ist beendet. Alle bis auf ein paar wenige Bewohner von Sanctuary Hills wurden registriert und einige aus Concord ebenfalls. Walltech-Kontrolleure waren diese Woche da, um eine technische Abnahme durchzuführen. Der Vault ist startklar. Ich stelle mir vor, welche Wunder unsere Bewohner zu sehen bekommen werden. Das Gefühl, in die Zukunft zu reisen. Ich wünsche fast, ich könnte dabei sein und unsere vielversprechende Zukunft mit eigenen Augen sehen. Ach, wie schön. Romantisch. 23. Doktor. Es ist passiert. Wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kam. Wir hatten weniger Zeit als erwartet, aber nur Nordhagen fehlte, als wir den Eingang versiegelten. Oh, Nordhagen, merken den Namen. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da. Ach, wie schön. Sogar die Familien, die bis zur letzten Minute gewartet hatten. Ich kenne da keine. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht hegten. Aber dafür ging wohl alles zu schnell. Sie müssen von allen zu überwältigt gewesen sein, um die Kryokammer in Frage zu stellen. Ja, war ja nur eine Entsorgungskammer, ne? Systemdefekt. Komischer Vorfall heute mit Kapsel C3. Das Subjekt schien Herzrasen zu haben. Nichts Lebensbedrohliches. Yes, aber ungewöhnlich. Wir haben beinahe zu spät bemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte. Das Kryosystem hätte fast angefangen, sie aufzutauen. Die war doch fast aufgetaut. Wir sind uns nicht sicher, aber ich vermute, einen Fehler in der Walltechs externen Überbrückungssysteme hat dazu geführt, dass ein fehlgeleitetes Signal gesendet wurde. Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nur, dass Ihre Systeme zuverlässig weiterarbeiten, wenn wir erst das Personal evakuiert haben. Vorräte wären knapp. Es gab noch keine Entwarnung, obwohl die 180-tägige obligatorische Schutzzeit bald vorbei ist. Es war nicht vorgesehen, dass die Vorräte viel länger reichen. Und trotz meiner Bemühungen beginnen die Leute sich zu fragen, was wir eigentlich noch hier unten machen. Oben verstrahlt, ne? Dumm. Wenn die anderen glauben, dass sie wir einfach gehen können, wenn die 180 Tage um sind, dann sind sie verrückt. Die radioaktive Strahlung wäre immer noch stark genug, um jeden zu grillen, wenn wir die Vault-Versiegelung so früh öffnen. Der ganze Sinn der Entwarnung war der Empfang weiterer Anweisungen von der Zentrale. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann den Vault nicht öffnen. Und unsere Vorräte reichen nicht ewig. Ich muss einfach alles unter Kontrolle halten, bis die Entwarnung kommt. Okay, ganz ruhig, Brauner. Meuterei! Eine Gruppe unter der Führung des Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Vault verlassen zu dürfen. Ich werde die Tür nicht öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden. Ich sammle die verbleibenden Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen. Wer wie viel von den wenigen Vorräten erhält? Ich war mit den Rationen dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, nun, dann haben wir eben weniger Mäuler zu stopfen. Ja, eiskalt. So, den Evakuierungstunnel öffnen. Der Personal-Evakuierungstunnel ist jetzt geöffnet. Erinnern Sie alle Mitarbeiter daran, sich angemessen zu verhalten und dem Abschaltprotokoll zu folgen.
bevor sie Vault 111 verlassen und anschließend neu versiegeln. Bitte bewahren Sie alle Aufzeichnungen und Forschungsergebnisse Ihrer Mitarbeiter auf. Wenden Sie sich an Ihren Vault-Tech-Vorgesetzten, um weitere Anweisungen zu erhalten. Ach, wie schön. So, wir haben endlich... Bin nur noch ich übrig. Wir haben endlich... Endlich haben wir die Tür geöffnet. Ah. Meine Fresse, nee, und das dauert schon wieder so lange. Guck, da ist eine. Warte, ich muss mal eben kurz den Hustenanfall bekämpfen. Mach die Tür zu! Ich will doch, dass du die Tür zumachst. Ach, damit man hier kurz so ein Krepieren im Real Life ist, ne? So, warte mal eben kurz. Ich muss mal eben kurz was trinken. Einen Moment. Ah, so. Jetzt kann's weitergehen. Da hat er da kurz angerannt. Gawumm. Wo ist die nächste? Komm zu Mama. Pah! Ich muss ja vergessen. Ich darf ja nicht vergessen, ich bin ein weiblicher Charakter. Guck, guck, ich kann blocken. Komm zu Mama. Ach, da. Du triffst ja gar nicht mit diesem Altdings. Was? Ja klar, annehmen. Annehmen. Komm, hau drauf. Das geht also auch. So. Also, da sollte man doch besser in der Ego bleiben. Aber gut zu wissen, dass es mit dem Schlagstock auch geht. Muss ich gar nicht. So, wo geht's hier lang? Ich will raus hier. Ich will raus hier. Komm. Exit Zone. Ja, ich bin autorisiert. Da ist eins. So, ich soll jetzt schleichen. Komm her. Ja. So, alles gut. Nur noch ich übrig. Schon so, ne? Hä? Boah! Fuck you! Wo bist du? Boah, fuck. Was mit der Leiche? Ah. Bin nur noch ich übrig. Hehe, jo, schon so. So, ich muss mich nicht mehr verstecken. Ah, ich kann hier auch. Ach so. So. Ach, jetzt ist auch die Tür hier auf. Ach, das war die Tür, die vorhin verschlossen war. Okay. Haben wir jetzt auch geregelt. Komm, weiter hier. Ich will noch gucken, ob ich hier noch irgendwas Nützliches finde. Zigaretten. Ne, das waren Patronen. Auch gut. Patronen. Nehme ich gerne. Sonst noch was? Sonst noch was? Noch ein Vault-Anzug. Klar, ihr habt ja hier die... Wasser. Ihr habt ein Lag, ihr habt ein Wasserproblem hier. Oh. So, von da sind wir reingekommen. Ah, ein Klemmbett. Und da haben wir dann endlich den Pitboy. Yeah! Jetzt fühle ich mich auch wieder wie ein ganzer Mensch. Komm, mach das Ding doch mal sauber. Das ist ja dreckig, du. Ah, siehst du? Also weibliche Hände sind das jetzt nicht gerade, ne? Juhu! Wir haben unseren ersten Pitboy. Und da können wir dann mal gucken. Unsere Skills-Stärke. Aha, alles schön. Karte, Radio... kein Signal. Okay. Und ich schätze mal, wir müssen auf den roten Knopf hier drücken, um hier rauszukommen. Dann machen wir das doch mal. Motor Remote Access. Ah, jetzt geht's endlich raus. In die Freiheit. Türregelungssequenz eingeleitet. Bitte zurücktreten.
nicht mal dicke Maschine, um das Tor hier aufzukriegen. Clear, Vault 111. Wir können uns endlich auf den Weg machen. Komm, ich will an vorderster Front sein. Boah, Blendity. Ja, der Fahrstuhl kommt auch runter. Wir haben es geschafft. Jetzt nur noch an die frische Luft. Mach mal die Tür auf. Oh, jetzt klemmt auch noch der Fahrstuhl. Und jetzt geht's hier raus an die frische Luft. Das war's an dieser Stelle in diesem Video. Wir haben es geschafft. Wir haben den Ausgang gefunden. Wie es weitergeht, wo wir landen werden, wer unsere ersten Freunde sein werden, das sehen wir in dem nächsten Teil. Ich hoffe, euch hat das gefallen zum Thema Ausschreibung. Klar, ihr müsst unten drunter schreiben, unter dem Video. Ich freue mich auf das Let's Play von Fallout 4, weil Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann ergänzt ihr hinter diesem Satz eure Begründung. Verlosung findet am 25. statt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das Ganze verlängere. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Und wie immer natürlich liken, kommentieren, abonnieren etc. pp. Und ich sag mal, viel Spaß, wenn du wieder bei mir einschaltest. Und bis dahin kann ich nur sagen, ich bin der Alex Butes von DGZ. Ich bin immer für euch da. Und schalt mal wieder rein, wenn es heißt Durchgezockt. Zocken für geile Socken. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile Socken.